fragst dich oft, was du hier eigentlich verloren hast. Die anderen sind anders und du fühlst dich nicht angepasst. Ihr Leben ist bereits geschrieben wie ein Fahrplan. Wo geht die Reise hin? Hast dich abermals im Weg vertan. Du hörst nur bla bla, wenn sie über ihre Zukunft reden. Was die von sich geben, juckt dich nicht. Du willst viel lieber Kunst leben. Sie belächeln dich, nehmen kein Wort ernst. Warum zur Hölle lachen die? Und wo war da jetzt der Scherz? Hä? Kann mir das bitte mal einer erklären? Sie schauen dich an, als wärst du von einem anderen Stern. Und am liebsten wärst du das, denn auf diesem Planeten ist dir alles viel zu festgelegt, wie das Alphabet. Denn wenn du von der Norm abweichst, wollen dich alle überreden, dir wieder zu entsprechen, weil du sonst niemals überleben wirst. In dieser schwarz-weißen Welt, in der jegliche Farbe fehlt und man die Individualität zu Grabe trägt. Egal was du machst, wichtig ist, du bleibst, wer du bist und du machst, was du magst. Egal, wer was anderes sagt, du darfst dich nicht verbiegen, sonst bleiben deine Träume auf der Strecke liegen. Egal, was du machst, wichtig ist, du bleibst, wer du bist und du machst, was du magst. Ansonsten sind deine Träume schon ausgeträumt, bevor du sie überhaupt geträumt hast. Die meisten Dinge scheinen für dich unerreichbar. Natürlich wird man nicht von heute auf morgen reich. Klar, Kompromisse gibt es immer, manchmal muss das eben sein. Und sagst du zu etwas ja, dann sagt das scheiß Leben nein. Ich kenne das und hasse es ganz genauso wie du. Egal wie lange man darüber nachdenkt, wird daraus kein Schuh. Gerechtigkeit, Fehlanzeige, jedem das Seine. Am besten verdient man schon mit 13 erste Scheine. Und mit 17 dann das Abi, aber keine Eile, nein. Mit 20 dann schon Mami oder Papi in einem Eigenheim. Zeit zu leben bleibt dazwischen keine, dein innerer Schwein. Deine Hund muss an seiner Leine bleiben, damit du ihn jeden verdammten Tag überwinden kannst. Nur um einem Job nachzurennen, den du nicht mal magst. Mit paar und 80 schaust du dann zurück auf dein Werk. Familie und Karriere, doch etwas lief verkehrt. Egal was du machst, wichtig ist, du bleibst, wer du bist und du machst, was du magst. Egal wer was anderes sagt, du darfst dich nicht verbiegen, sonst bleiben deine Träume auf der Strecke liegen. Egal was du machst, wichtig ist, du bleibst, wer du bist und du machst, was du magst. Ansonsten sind deine Träume schon ausgeträumt, bevor du sie überhaupt geträumt hast. Egal was du machst, wichtig ist, du bleibst, wer du bist und du machst, was du magst. Und ich wär nicht dich, würd ich dir das nicht sagen, denn ich tu grad, was ich liebe, trotz der Angst vor dem Versagen.